Pforzheim ist und bleibt Tanzsport begeistert. 3000 Besucher kamen ins Kongresszentrum. Goldstadtpokal, das heißt einfach seit über 40 Jahren Ästhetik und Eleganz auf hohem Niveau. Alle kommen sie zurück aus dem Winterschlaf. Das gesellschaftliche Jahr 2005 hat jetzt begonnen. Am Tisch 27 sitzt die lokale Prominenz. Wirtschaft und Politik parteiübergreifend einträchtig. Eine glänzende Veranstaltung, ein wunderbarer Abend mit vielen sportlichen Höhepunkten. Dieser Abend ist wie in jedem Jahr ein Aushängeschild für die Goldstadt. Sie legten beim Publikumstanz auch sportliche Qualitäten an den Tag. Sie sind jetzt ganz aus der Puste. Wie war es jetzt? Warm. Die Profis da schon mit besserer Kondition. Insgesamt 10 Vorrunden, Qualifikationen und Finalrunden mussten die Paare aus aller Welt an diesem Tag bewältigen. Währenddessen liefen im Hintergrund immer die Vorbereitungen für die folgenden Wettkämpfe. Die Schritte wurden nochmal einstudiert, das Haar nochmal glatt gestrichen. Alles muss stimmen, denn später achten die Wertungsrichter mit Argusaugen auf jeden Fehler der Sportler. Aber auf was genau achtet die Jury? Carmen Vincelli hat den Kennerblick. Als amtierende Weltmeisterin und Wertungsrichterin für Amateure weiß sie, tänzerischen Weizen von der Spreu innerhalb weniger Sekunden zu trennen. Also ganz wichtig für mich ist zum Beispiel auch, wie ist das Paar zueinander? Ja, ist es harmonisch, sind die Choreografien harmonisch abgestimmt? Haben die eine Idee, wie man so zueinander tanzt? Das heißt nicht nur, dass zwei Menschen nebeneinander her tanzen. Wenn man diese Wünsche beachtet, dann kann man sich Chancen ausrechnen auf den Goldstadtpokal, der dieses Jahr wieder ein kleines künstlerisches Meisterwerk darstellt. Sein Macher, Reinhold Krause, investierte rund 100 Arbeitsstunden. Die lokale Wirtschaft sponserte ihm das Material. Ja, in diesem Jahr bin ich davon ausgegangen, dass ich die menschliche, die tänzerische Figur übersetze in zwei unterschiedliche Bewegungen, indem ich den Herr in eine andere Bewegung versetzt habe als die Dame. Es gibt also Tanzpaare, Wertungsrichter und einen Pokal. Was fehlt aber noch? Genau, eine Band. Und schon ist der Goldstadtpokal komplett.